Hallo liebe Freunde, willkommen im Spiel 7 Days to Die gemoddet mit dem Mod Starvation am Tag 97. Wir haben verschiedene Arbeiten zu erledigen heute, die meisten davon oder fast alle in der Basis hier. Ich werde die Spritzen herstellen, die wir wegen des neuen Rezeptes gehabt haben oder gefunden haben, herstellen können. So. Und ich nehme ihm hier wieder die Knarre weg. So, wir haben die Pistole wieder und die 9mm, das ist gut. Der ist etwas buggy. Ich bin gestern Abend wegen einiger Zombies noch mal rausgegangen hier und bin in die Richtung gegangen, um den Guard auszuprobieren. Der hat schön geschossen und jedes Mal, wenn er geschossen hat, habe ich ein Standbild gehabt, aber die Zombies liefen weiter und haben mich dann schließlich totgeschlagen, weshalb ich jetzt wieder bei 189 Wellness bin. Ich fand das suboptimal und deswegen habe ich ihn erstmal entwaffnet. Ich weiß nicht, ob es so funktioniert, ob er jetzt heute in der Horde demnächst wieder Blödsinn macht oder wieder zu einem Bug führt. Aber wenn ich heute hier Zombies habe, werde ich das ausprobieren. So, die Ische tut was. Gut. Da hat sie schon ein bisschen gepflanzt. Aber was suboptimal ist, dass hier noch ein paar von den Fliegen wieder rumfliegen. Also muss ich die Kiste hier aufwerten mit Eis, bevor sie irgendwie was arbeitet. Finde ich gut. Weniger gut finde ich, dass man mir das nicht gesagt hat. So. Wir fahren eben noch im Keller. Gucken, was unser Stahl macht. Sauber ist die Maus immer noch nicht. Fehlen auf jeden Fall noch ein bisschen Leim, Knochenleim. Ich hoffe, das ist jetzt richtig geschrieben.
Ich mache hier eine Kiste für Strelok. Das ist jemand, der der Ansicht ist, ich hätte meinen selbstgegebenen Titel Hordenkönig und natürlich auch nicht irgendwie manifestiert oder irgendwie gerechtfertigt, dass ich den nicht verdient hätte, sondern er ist der Ansicht, dass man mit dem Knüppel weitaus besser und schneller Zombies killen kann als mit Schießpulver. Da bin ich anderer Ansicht und ein Wort gab immer noch das andere. Und er hat sich dann ja, dazu herabgelassen, möchte ich nicht sagen. Ich habe ihm gesagt, er soll dann bei mir online kommen und zeigen, was er kann bei der nächsten Horde. Und wenn er mir jetzt mehr Abschüsse oder Abknüppeln hat als ich, dann könnte er von mir aus den selbsternannten Titel nehmen für Hordenkönig. Ich glaube da nicht dran, dass er das schafft. Er glaubt schwer dran und das wird sich zeigen. Er hat darum gebeten, aus Gründen, der die nachvollziehen kann, dass er die Knüppel gestellt kriegt. Da habe ich nichts gegen, da ist kein Problem. Er kriegt die Knüppel gestellt, von mir aus auch in der 600er Qualität und einen Anzug hat. Beides stelle ich ihm eben her. Ich weiß nicht, welchen Knüppel er bevorzugt, aber er kann die Knüppel haben, die er haben will. Und damit ist dann gut. Damit ist dann ein für alle Mal geklärt, ob der Neandertaler mit seinem Erfolg im Weltenkrieg gewinnen kann bei so einer Horde oder eben Schießpulver, also die Neuzeit. Ich weiß noch nicht, ob mein Computer das schafft zu rechnen. Ich wünsche es mir, aber ich weiß es nicht genau. Und das wird sich dann halt zeigen. Die dauern noch, die Knüppel. Komm schon. Das hier ist das Färbemittel, was ich letztens hergestellt hatte. Das hier sind die neuen Spritzen. Macht weg. Ja, die Ringebuff. Infektion 1, 2, 3 und 4. Food Poisoning, das heißt, da könnt ihr essen, was ihr wollt jetzt. Dystanie 1, Dystanie 2, da weiß ich nicht, was das heißt. Die Flu 2, Snakebite, den tödlichen Snakebite und Spiderbite. Wobei ich Spiderbites hier bis jetzt noch nicht hier gehabt habe. Leder fehlt uns noch. Damit sollten seine Wünsche erfüllt sein. Ich habe ihn von unseren möglichen Knüppeln bis auf den hier. Aber den habe ich nur in 599. Da muss ich gucken, wo ich den 600 mache. Alle möglichen Knüppel hergestellt. Er hat eine Stahlrüstung. Er wollte eine Eisenrüstung haben und 15 Bier. Damit wäre das erledigt.
Ich mag es einfach nicht, wenn man großkürzig sagt, hör mal, das, was du gemacht hast, ist scheiße und ich kann halt besser, dann soll er das wenigstens beweisen. So empfinde ich das jedenfalls. Bis jetzt ist ja noch nicht so viel, ne? Ich will aber auch nicht in die Quere kommen. So, jetzt ist der hier ausgeschaltet, da ruft kein Überlebenden mehr. Ich glaube, wir haben auch erstmal wieder genug, bis die ersten wieder abhauen hier. Ja, die beiden Bekloppten stehen hier immer nur drin. Boah, was mache ich mit solchen Kühen? Der Bulle und die Kuh sind wieder frei, schön. Was soll die Spickerei denn jetzt hier schon wieder? Mensch, macht da Dinge dahin! Der läuft jetzt nicht mehr. So, der macht mir jetzt die Hülsen. Der kriegt weitaus mehr raus als ich.
Das finde ich natürlich gut und deswegen lasse ich ihn die auch machen. Wir müssen noch mal im Keller. Ich mache hier in bestimmten Abstand schon mal Löcher rein für Licht und das geht aber jetzt nicht für die nächste Horde, sondern erst für die übernächste Horde. Genauso wie ich bei dieser Horde noch keinen Stall an, kein Exoskelett anziehen werde, sondern auch den Stallanzug nur. Denn ich habe Angst, dass mir das Spiel abkackt, wenn ich hier die Zombies beleuchte und mit zwei Mann auf dem Server bin. Dass die Köchin mal wieder Eier kochen. Er isst nicht. Er isst hier schön. Ist das nicht schön, dass ich jetzt alle Knüppel aus Hand gegeben habe? The Rabbit Challenge. Du
ich den jetzt killen, ey? Punkte habe ich jetzt. Boah, das ist so elendig gemacht hier. Null von fünf, ja gut. So, die habe ich hier erledigt, die Challenge. Jetzt haben wir 37 Punkte, passt also. Ich lasse jetzt noch Grilled Meat herstellen, weil, falls meine Überlebenden hier irgendwie Schwierigkeiten haben, verletzt sind oder sonst was, dann, werden die sich mit Grilled Meat hochheilen. Habe ich aber keinen Punkt gekriegt, ne? 38. Doch, ich habe einen Punkt gekriegt. Gesagt, Feserkraft, Small Arrow. Ja, toll. Ja, die kann ich nicht. Da brauche ich das Ding. Die Chains habe ich keine. Das ist Pech, aber ich bringe eben mein Essen noch in den Kühlschrank hier. Also ich finde, das sieht schon mal ganz anständig aus. Die arbeitet gut mittlerweile. Und ich hoffe, das gibt auch noch richtig was hier. Das Feld ist auch nicht zu klein, finde ich auch gut. Ich weiß nur nicht, ob sie sich jetzt selber auch Wasser reintut, aber das können wir ja alle machen. Doch, ich habe Chainlocks. Gut. Dann kann ich nicht nochmal craften. Dafür brauche ich zwei Padlocks. Einer bleibt übrig. Schade.
Kopf habe ich nicht, da kann er den nicht kriegen. Schade. Also am besten ist hier dieses Sägeblatt. Jetzt kriegt er noch ein bisschen Erste Hilfe. Buddeltwater, ihr seid ja wohl. Na gut, machen wir eben noch Buddeltwater. Ich dachte, das wäre Dirty Water. Freunde, das war's von mir für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich sage schon, bye bye. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns am Tag 298 wieder. Tschüssi.